Wir fahren jetzt halt zu dritt, das heißt noch eine Runde länger, noch eine Fahrerin mehr und da muss man halt immer noch mehr beachten und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass wir in der Pflicht sind, aber es war natürlich schon unser Ansporn, wieder ganz vorne zu sein. Im Hintergrund sind gerade nochmal eure Erfolgsläufe zu sehen gewesen. Wir haben es gerade gesehen, die Dreiermannschaft aus Deutschland hat es gewonnen und alles Cottbusser. Da sind wir besonders stolz. Herr Hinze, ja, Sophie Friedrich und Pauline Gabusch, noch nicht so vor der Kamera gewesen, aber wir werden das heute ein bisschen ändern. Ich glaube, den Erfolg habt ihr euch verdient. Wie war das gewesen, wenn man dort als Titelverteidiger ins Rennen geht, ist man schon so ein bisschen in der Pflicht, glaube ich. Du kennst das Gefühl, wie es ist, ganz oben zu stehen. Ja, also ich würde das Wort jetzt vielleicht nicht ganz benutzen, dass wir in der Pflicht sind, weil es ist immer harte Arbeit. Und im ersten Lauf haben wir auch gesehen, da waren wir mit 0,07 Sekunden vorne und haben dann schon kurz gedacht, oh okay, der lief jetzt auch nicht optimal. Im nächsten Lauf haben wir es dann auch gleich schon viel besser gemacht, haben so einen Weltrekord gefahren, aber man merkt halt, dass es nicht selbstverständlich ist und sobald halt auch eine Kleinigkeit nicht passt, wir müssen halt immer hochkonzentriert sein, es muss alles passen und auch die Wechsel, wir fahren jetzt halt zu dritt, das heißt noch eine Runde länger, noch eine Fahrerin mehr und da muss man halt immer noch mehr beachten und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass wir in der Pflicht sind, aber es war natürlich schon unser Ansporn, wieder ganz vorne zu sein und dass einfach auch jeder von uns eine sehr gute Zeit fährt für sich und dass es halt im Endeffekt ein gutes Zusammenspiel ist. Pauline, du warst die Anfahrerin und bist schön vorn weggefahren. Die Lücke, die da für uns als Zuschauer erschreckend groß war, für mich war es normal, dass du schön drin haust. Also jeder hat ja seine Aufgaben. Also meine Aufgabe ist, so schnell wie möglich die erste Runde zu fahren und immer so schnell wie möglich zu übermitteln. Und ich denke, ja, so ein paar Kleinigkeiten, an denen wir gearbeitet haben, ja, die Lücke ist schon, ich denke, bewusst. Und ich glaube, für Menschen, die das jetzt nicht so im Detail verstehen, ist es wichtig, dass halt jede Kleinigkeit halt stimmt. Und allein auch Windschatten spielt natürlich auch im Teamsprint eine große Rolle. Und ja, ich denke, wir sind auf jeder Position eigentlich ganz gut eingespielt und wir machen das schon eine Weile zusammen, in welcher Konstellation auch immer. Und solange jeder auf seiner Position einen richtig guten Job macht und konzentriert arbeitet, braucht sich keiner erschrecken, wenn mal vielleicht eine Lücke aufgeht oder sonstiges. Dazu würde ich kurz was sagen. Also die Lücke, die haben wir extra so gemacht. Das haben wir mit Jan geübt, weil es einfach effektiver ist, wenn man nicht vom Hinterrad fährt, sondern wenn man mit Loch fährt. Man ist einfach schon schneller, hat eine höhere Geschwindigkeit. So kann ich einfach in meine Runde schneller reinfahren, als wenn ich hinter Pauline sitze, warte, bis sie hochfährt und dann versuche zu beschleunigen. Dafür ist halt einfach eine Runde zu kurz. Das haben wir jetzt bei der WM mal geübt, ob das besser ist, ist anscheinend so. Genau, deswegen ist das bewusst so. Auch wenn ich selber denke in dem Moment, wow, das ist ganz schön weit bis dahin, wenn man halt, also man wartet ja nicht aktiv, aber man fährt halt auch nicht 100% hinterher. Und das ist halt auch für mich neu, auch für Lea hinter mir, denke ich. Aber wenn man halt einfach so schneller ist, man muss halt einfach auch irgendwas verändern und gucken, wie kann man es noch besser machen. Pauline, du bist inzwischen Cottbusserin. Übt ihr denn den Verlauf, der hier gerade so schön beschrieben worden ist, auch auf der Cottbusser Bahn? Ich glaube, im Training kann man nur Feinheiten hier in Cottbus trainieren. Ich denke mal, 3 Runden in Cottbus ist schon mal ein Distanzunterschied von ein paar hundert Metern. Ich glaube, Lea würde die Leidtragende in dem Fall sein. Ich denke, dass man in Cottbus ein paar Feinheiten trainieren kann, vor allen Dingen, dass wir jetzt den Vorteil in Richtung Olympia auch ausnutzen können. Und Frankfurt-Oder ist ja auch nicht so weit. Wenn wir auf Holz oder Beton trainieren wollen, ist, denke ich, Cottbus da eine sehr gute Wahl. Aber der Schritt nach Cottbus war offensichtlich der richtige, genauso wie Berlea wohl auch. Ja, ich bin noch nicht so lange da. Also wir waren viel unterwegs. Ich hoffe, ich bin überzeugt, dass es davon, dass der richtige Schritt war, auch Richtung Olympia. Wir wollen um Gold fahren oder um eine Medaille. Und es ist ein schwerer Weg. Es sind noch ein paar Weltmeisterschaften dazwischen. Da kann man jetzt nicht von einem einfachen Ticketgewinn sprechen. Deswegen muss an Feinheiten gearbeitet werden, vom Start bis Lea, wenn sie übers Ziel fährt. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt als Trio komplett im Cottbus sind. Lea,
Nee, hat die ganze Zeit traurig geguckt. Du kommst jetzt dran. Du bist die Erfolgreichste mit 2 Goldmedaillen. Du hast das letzte Stück Arbeit geleistet hier bei diesem Mannschaftsrennen. War dir klar, nachdem ihr ja im Vorlauf schon oder im Halbfinale war es, wo ihr den Weltrekord herausgefahren habt, dass ihr an diese Leistung unbedingt anknüpfen müsst, was euch am Ende auch gelungen ist? Ja, also natürlich wollten wir das an dieser Leistung anknüpfen, als wir dann im Halbfinale so schnell waren. Wir wollten das einfach nochmal versuchen so zu fahren und da war der Ehrgeiz auch recht groß, dass wir das schaffen. Und das konnten wir ja dann auch und haben das gut nochmal hinbekommen im Finale und das war, glaube ich, der Ansporn, dass wir das auch wirklich schaffen.